Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch wieder einen kleinen Tipp geben zum Thema Light Painting in der Fotografie. Und zwar, wenn ihr mit Licht arbeitet, solltet ihr immer darauf achten, dass ihr Spiegelungen nutzt. Hier ist es ganz einfach. Ich habe hier den Boden vorher etwas nass gemacht. Ich habe die Möglichkeit, eine Spiegelung hervorzukriegen. Und ihr könnt natürlich auch im Regen fotografieren oder nach einem Regen fotografieren oder an einem See. Oder ihr nutzt halt Sachen von Gebäuden oder Ähnliches, wo halt spiegelnde Flächen sind. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen interessanter. Also, wenn ihr Light Painting macht, am besten euch einen Tag aussuchen, wo es geregnet hat. Das macht die ganze Sache viel spannender.